Ich glaube, da ist etwas in der letzten Folge nicht ganz klar geworden. Ihr habt die Möglichkeit, mitzubestimmen, wie mehr oder weniger das Trikot in der nächsten Saison aussehen darf. Plus, ihr dürft mitbestimmen, wie das Budget von uns sein wird. Es gibt insgesamt 4 Angebote. 2 davon sind für die Ausrüster, 2 davon sind für die Sponsoren. Wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welchen Sponsor und welchen Ausrüster ihr haben wollt, kann ich mehr oder weniger schneller damit anfangen, mit den Trikots zu arbeiten und zu hantieren. Im Endeffekt könnt ihr das Heimtrikot auf jeden Fall bestimmen, denn da werde ich dann 2 Versionen machen, 2 unterschiedliche Versionen, und ihr dürft dann abstimmen, welches von den beiden ihr als Heimtrikot sehen wollt. Beim Auswärtstrikot bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich das auch so machen werde, aber ihr könnt auf jeden Fall beim Heimtrikot mitarbeiten oder zumindest mitbestimmen. Deswegen wäre es ganz wichtig, wenn ihr mir da einfach mal den Ausrüster und den Sponsor eurer Wahl in die Kommentare schreibt. Ansonsten werde ich da, wenn das wieder mal nicht so häufig der Fall sein wird, dass da irgendwas in den Kommentaren steht, werde ich darüber eine Umfrage machen. Und damit, ja, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 21 Dynamo Dresden Karriere. Wir befinden uns praktisch beim Start der Rückrunde, könnte man auch so sagen, auch wenn wir natürlich schon den 18. Spieltag vor der Winterpause gehabt haben. Haben heute die nächsten 2 Spiele am Start, das hat seine Gründe, das hatte ich in der letzten Folge schon erklärt. Wir wollen noch ein bisschen was über Diawosis Nachfolger bereden. Und mittlerweile habe ich da auch ein bisschen nachgeguckt, wen man denn noch so holen könnte, aber dazu dann gleich erstmal mehr. Wir spielen gegen Holstein Kiel und gegen den SC Paderborn dürfte es sein, und ja, gut. Wir haben eine gute Ausgangsposition, wir haben einen neuen Torwart am Start, den wir in der letzten Folge gekauft haben mit Nico Mantel, und ja, was soll ich sonst noch sagen? Wir haben eigentlich mehr oder weniger so das Größte gemacht, transfermäßig, wobei da natürlich noch was kommen wird. Wir fangen, denke ich mal, mit den Steckbriefen an, die ich in der letzten Folge noch nicht so ganz gemacht habe, aber jetzt sind sie fertig und jetzt können wir auch drauf eingehen. Und dann fangen wir mit Aurel Thumar an, denn dieser Steckbrief, der kommt von Yoshi. Ich lasse mal die Pi-Zeichen weg, aber ich nenne dich einfach mal Yoshi. Ich denke, das dürfte dann doch verständlich sein. Über Aurel Thumar, Tscheche, Innenverteidiger, beziehungsweise generell einfach Verteidiger, weil der kann gefühlt alles da hinten spielen. Ist 1,90 groß, hat eine 67, ist Rechtsfuß, kommt aus Pilsen. Sein Lieblingsspieler ist Tomasz Kalasz, und ja, logischerweise war er dann auch bei der Jugend von Viktoria Pilsen am Start, die ihn dann einfach gehen haben lassen oder ja, wie auch immer. Da ist hier so ein bisschen das Riesentalent durchgerutscht, denn bei ihm gibt es derzeit ein Angebot von Juventus Turin und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Yay! Aber jedenfalls, das ist der Steckbrief und ich muss unbedingt überlegen, was ich mit diesem Angebot machen soll. Ich werde da gleich auch nochmal drauf eingehen. Der nächste im Bunde ist Daniel Heilig, und der Junge kommt aus Wien, wenn ich richtig liege. Ist ein Österreicher, 16 Jahre alt, Linksfuß, ist mehr oder weniger einer aus der Jugend, der Diawosi ersetzen könnte. Auch langfristig, muss man auch dazu sagen. Sein Lieblingsspieler ist Marko Arnautovic und sein Lieblingsverein müsste Austria Wien gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, das ist er, und mal gucken. Wird wahrscheinlich gleich sogar direkt von Anfang an beginnen im Spiel gegen Kiel. Und zu guter Letzt haben wir noch Leon Brink. Der Junge kommt aus Dormagen, ist ein Mittelfeldspieler, ein Zehner, 18 Jahre alt, Rechtsfuß, und sein Lieblingsverein ist der 1. FC Köln, sein Lieblingsspieler ist Jonas Hector, und das ist mehr oder weniger sein Steckbrief, und damit sind wir dann auch durch an dieser Stelle. Dadurch, dass wir dann in der letzten Folge Mantel gekauft haben, gibt es dann auch an dieser Stelle etwas zu Nico Mantel, und zwar auch auf unserer Website. Ein kleiner Artikel über den Neuzugang, ich denke mal, mehr muss ich dazu dann auch nicht sagen, ihr könnt euch das ja sowieso durchlesen. Notfalls auf Discord, da müsste es die Artikel dann auch geben in dem extra Channel, den ich dafür habe. Und wenn wir schon dabei sind, dann muss ich leider sagen, die ganzen Livestreams, die auf Twitch stattfinden, kann ich gerade zu diesem aktuellen Zeitpunkt, ich habe einfach gar keine Zeit dafür, ich kann keine Highlights davon schneiden. Da würde mir einfach jegliche Zeit genommen werden, die ich einfach so als Freizeit habe. Also ich habe überhaupt keine Zeit dafür, leider. Ja, was schwierig ist. Sprich, entweder ihr guckt euch die VODs bei Twitch an oder ihr habt halt eben nicht wirklich viel davon. Was ein bisschen schade ist, aber ich kann es gerade nicht ändern. Das wollte ich noch gesagt haben. Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich die ganzen Livestreams einfach auf YouTube hochlade, aber ich weiß nicht, also man kann sie sich halt eben auch auf Twitch angucken und das halt eben ohne wirkliche Probleme. Ja, dann gehen wir doch nochmal ein bisschen auf die Diawosi-Problematik ein, denn wir haben eine Menge Vorschläge bekommen und ich weiß jetzt schon, dass ich die meisten davon wahrscheinlich nicht wirklich fertig gescoutet bekomme. Ich denke, Felix Passlack und auch ein Felix Klaus fallen raus, denn vor allem Felix Klaus finde ich dann auch ein bisschen sehr kritisch, also es ist nicht unbedingt realistisch. Dafür finde ich dann allerdings zum Beispiel Kingsley Schindler ziemlich interessant, denn in echt spielt er beim 1. FC Köln warum auch immer keine Rolle, denn der ist halt eben verliehen worden, wenn ich richtig liege, nach Hannover, sprich in die 2. Liga, und
irgendwie finde ich den Jungen gar nicht so schlecht. Ich denke, das wäre auch wirklich nicht unrealistisch. Könnte man drüber nachdenken. Gleiches gilt auch für einen Clemens, auch für einen Lecky, könnte man sagen. Marius Wolf wäre vielleicht ein bisschen zu hoch. Also wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ich denke schon, dass der BVB mit ihm nicht auch wirklich was anfangen kann. Deswegen habe ich den auch nochmal mit reingepackt in, ja, auf die Liste halt. Das wären zumindest die Leute, die ich dann hier im rechten Mittelfeld stehen habe. Und da finde ich halt, wie gesagt, einen Matthew Lecky finde ich sehr interessant und auch einen Kingsley Schindler finde ich da sehr interessant. Wer von euch noch genannt wurde, Julian Gressel und Lukas Masopust, genauso wie Gökhan Töre, aber Gökhan Töre, das ist jetzt nicht so mein Fall, um ehrlich zu sein. Und wenn wir schon dabei sind, dass ich hier ein paar Vorschläge rausnehme, die von euch kamen, ihr müsst bedenken, dass diese Karriere mit einer Datenbank angefangen hat, die halt eben von Spielbeginn halt ist. Also das ist nicht aktuell. Deswegen finde ich zum Beispiel einen Kasami nicht, beispielsweise. Also müsste man vielleicht auch nochmal ein bisschen auf achten. Florian Kainz finde ich auch nochmal sehr interessant, aber der dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen zu unrealistisch sein. Aber ich denke mal, so einen Kingsley Schindler sehe ich da schon sehr weit vorne. Daniel Royer ist, denke ich, auch nicht verkehrt mit seiner Erfahrung. Chris Führig fand ich noch eben interessant. Ein Evina kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, auch wenn er jetzt nicht die Erfahrung hat, die ich gern hätte vielleicht, aber das wollte ich mal so nebenbei noch gesagt haben. Erik Tommy ist auch schwierig, aber so einen Marco Terrazzino könnte ich mir dann schon vorstellen, auch wenn der halt natürlich schon mal da war für ein halbes Jahr. Aber ja gut, das ist erstmal so etwas, was ich einfach mal erwähnt haben wollte. Führig finde ich super, aber ich glaube nicht, dass er das ist, was ich suche. Daniel Royer können wir nicht holen, der ist gerade erst zum VfB gewechselt, Kainz ist wahrscheinlich zu unrealistisch. Deswegen werfe ich jetzt einfach mal zum Beispiel einen Kingsley Schindler und auch einen Matthew Lecky in den Raum. Und zusätzlich würde ich dann für eine Umfrage wahrscheinlich noch, ja, Evina nehme ich noch mit rein, warum nicht? Und ja, mal gucken, was da am Ende dann bei rauskommt. Also wir werden da schon 5 Leute finden. Und dann geht es auch rein in das erste Spiel in dieser Folge gegen Holstein Kiel. Auswärts geht es ran. Da versuchen wir das Ganze dann mit folgender Aufstellung. Mantel, die neue Nummer 1, direkt von Beginn an in der Startaufstellung. Ich denke, das ist auch komplett nachvollziehbar. Kiewski, Mai, Ehlers und Mwene in der Viererkette. Will und Stark auf der Doppel-6, Piro auf der 8er Position. Und ganz vorne Stefaniak, Stor und Daniel Heilig, der 16 Jahre alte Österreicher. Gerade eben erst gefühlt aus der Jugend hochgezogen worden. Darf direkt von Anfang an ran und mal gucken, wie er sich so schlägt. Mit Heilig und der spielt den Ball in den Lauf für Lukas Stor. Das könnte gefährlich werden und die erste Möglichkeit für Dynamo Dresden. Gelios Glanzparade. Aber das war schon mal gut gespielt über die rechte Seite, über Daniel Heilig, der 16 Jahre alte Österreicher aus der eigenen Jugend in den Lauf für Lukas Stor. Der könnte auch solche Dinger schon mal machen. Das haben wir auch schon in dieser Saison gesehen. Nochmal Stefaniak, wieder von der rechten Seite. Diesmal in Richtung Mai und direkt in die Arme von Gelios. Bis dato gab es auch noch nicht wirklich viel zu zeigen in diesem Spiel. Piro mit dem Pass für Lukas Stor. Der verzögert dann nochmal seinen Abschluss. Aber genau in die Arme von Gelios. Wenn ja einer gefährlich ist, dann ist es Dynamo Dresden. Aber da fehlt auch noch so ein bisschen das letzte erzwungene Stück. Kiel verschnappt die Kugel. Daniel Heilig mit der Chance. Was macht er daraus, der 16-Jährige? Immer noch im Ballbesitz. Findet dann Stor. Und er kommt zum Abschluss. Und dann ist Gelios in Kombination mit Lorenz da zur Stelle. Natürlich ist da auch ein bisschen Glück bei, denn der Abpraller von Lorenz hätte erstens auch ein Elfmeter sein können. Und auf der anderen Seite hätte der auch, je nachdem wie die Flugrichtung dann gewesen wäre, auch ins eigene Tor reingehen können. Nochmal Glück an dieser Stelle für Holstein Kiel. Da ist auch kein Durchkopf für Holstein Kiel. Wir haben von ihnen noch nicht wirklich viel gesehen. Janis Serra, jetzt vielleicht mal. Makana Baku gerade eingewechselt. Könnte dafür Radau machen. Und nimmt Janis Serra mit 1-0 Kiel. Und man muss sagen, vom Spielverlauf her ist das nicht gerade verdient. Dynamo Dresden ist gefährlicher, hat mehr vom Spiel. Aber wieder mal ist es so, dass sie einmal nicht gut aussehen und beim ersten Torschuss des Gegners dann auch den Gegentreffer schlucken müssen. Und da sah Philipp Mwene nicht gut aus. Auf seiner rechten Seite, der dagegen Makana Baku dann den kürzeren ziehen musste. Der dann Janis Serra bedient und der haut das Ding in die Maschen zum 1-0 für Kiel. Stark mit dem Pass raus für Daniel Heilig. Der könnte in Richtung Mitte ziehen. Daniel Heilig vielleicht mit der Chance zum Ausgleich. Und er macht den Ausgleich. 1-1. Der Debütant mit seinem Debüttor.
Ausgerechnet Daniel Heilig, der hier von Yannick Stark angespielt wurde, macht den Ausgleich für Dynamo Dresden direkt bei seinem Startelfdebüt, bei seinem Profidebüt. Wird da von allen wirklich komplett allein gelassen und hier sieht Gelios einfach nicht gut aus. Den hätte er haben können. Schiebt einen in die lange Ecke und feiert hier sein erstes Profitor. Und da ist das Spiel auch vorbei. 1:1 der Endstand zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden in einem, ich will jetzt nicht sagen einseitigen Spiel, aber in einem Spiel pro Dynamo Dresden, zumindest von der Anzahl der Chancen her und auch vom Ballbesitz her. Die Kieler waren einfach effizient mit ihren Chancen. Das beschreibt, denke ich, das Spiel ganz gut. Denn normalerweise hätte aus statistischer Sicht Dynamo Dresden das Spiel gewinnen müssen. Aber am Ende ist es eine Punkteteilung zwischen diesen beiden Mannschaften. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Mante konnte als Dynamo Dresden Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wie haben Sie sein doch eher enttäuschendes Debüt gesehen? Wir erhoffen uns alle eine Menge von ihm. Aber man muss realistisch bleiben. Er muss sich erst noch zurechtfinden und an unsere Spielweise sich gewöhnen. Daniel Heilig war heute überall zu finden. Am Ende stehen für ihn ein Tor und die Ehrung als Spieler des Tages zu Buche. Die Fans freut es natürlich, wenn ein junger Mann aus dem eigenen Nachwuchs auftrumpft. Freuen Sie sich auch? Planen Sie künftig noch mehr Nachwuchsleute aufzustellen? Wenn Spieler aus unserer eigenen Jugend stammen, haben sie immer einen Vorteil. Sie verstehen den Verein und unsere Philosophie, wenn sie zu den Profis kommen. Ich bin immer bemüht, unseren Youngstern eine Chance zu geben. Bislang haben sie mich auch keineswegs enttäuscht. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Am Ende ist es eine Punkteteilung gegen Holstein Kiel und man muss leider Gottes mal wieder sagen, unsere Chancenverwertung war nicht wirklich gut, denn aus diesen 5 Chancen, die wir hatten, zumindest laut Spiel, haben wir nur eine davon genutzt und das ist zu wenig im Endeffekt, aber immerhin haben wir das Spiel nicht verloren und wir hatten einen sehr überragenden Debütanten, auch wenn der nicht immer auffällig war, aber er hat ein eigentlich solides Debüt gefeiert, würde ich sagen, und sich am Ende mit einem Tor belohnt, also für ihn ist es ein Traumdebüt, aber nüchtern betrachtet war das Spiel von ihm eigentlich nur solide. Ich denke, da geht noch mehr. Außerdem, er ist noch erst 16. Also da kann man vielleicht noch ein bisschen das Auge zudrücken. Ein Spiel haben wir noch. Gegen den SC Paderborn geht es. Aber wir müssen vorher noch eine Frage klären. Und zwar, was passiert mit Aurel Tomar? Und jetzt nochmal ganz kurz die Erklärung, warum ich daran so zögere. Es geht nicht darum, welche Rolle er bei Juventus Turin spielt. Ich denke, das kann man von vornweg einfach mal so sagen. Er ist ein sehr talentierter Kerl, deswegen gibt es auch das Interesse von diesem Verein. Also das ist halt eben so. Es gibt eine Menge Beispiele, wo das ja eben der Fall ist. Ich denke, die brauche ich auch eigentlich nicht erklären. Deswegen werde ich das wahrscheinlich sogar verhandeln, aber ich werde eine schon hohe Summe verhandeln müssen, weil es einfach auch irgendwo naheliegend ist. Juventus Turin hat kein Interesse dann mit uns wirklich ansatzweise zu verhandeln. Wir wollten 6 Millionen haben plus eine Weiterverkaufsgebühr von 15%. Die war mir sehr wichtig, denn der Junge, der hat eine sehr große Zukunft vor sich. Und deswegen habe ich das so gesehen, dass es halt vielleicht sehr sinnvoll ist, da diese Weiterverkaufsgebühr einzubauen. Aber Juve wollte halt nicht und deswegen können wir uns damit dann auch erstmal verabschieden. Spieltag Nummer 20 in der Bentler Arena. Der SC Paderborn empfängt Dynamo Dresden. Und es sind zwei Mannschaften, die mit um den Aufstieg kämpfen. Zumindest tabellarisch gesehen. Dynamo Dresden steht derzeit auf Platz 4. Und Paderborn ist nicht weit entfernt davon. Auf Platz 6 liegend. Wie gesagt, das Rennen um den Aufstieg ist ziemlich eng. Und man muss dazu sagen, der SC Paderborn hat im Hinspiel die erste Liga-Niederlage Dynamo Dresden hinzugefügt. Da gab es ein 3:1 im Rudolf-Habig-Stadion. Und natürlich möchte sich Dynamo Dresden dafür dann nochmal revanchieren. Und dann haben wir hier die Ausstellung vom SC Paderborn. Yannick Huth im Tor. Dann haben wir eine Viererkette mit Collins, Schonlau, Correa und Ananou. Srebeni, Vasiliadis, Thalhammer und Kai Pröger. Und ganz vorne Streli Mamba neben Sven Michel in einem 4-4-2. Die Ausstellung von Dynamo Dresden. Mantel im Tor. Dann haben wir Kieski, Mai, Elas und heute Robin Becker auf der Rechtsverteidigerposition. Sickinger, Paul Will und Piro im Mittelfeld und ganz vorne Stefaniak, Lukas Stor und der Youngster Daniel Heilig, der im vergangenen Spiel gegen Holstein Kiel sein Debüt gefeiert hat und gleichzeitig auch getroffen hatte. Und damit sind beide Mannschaften bereit für dieses Topspiel, kann man so mehr oder weniger sagen. Die Gäste aus Dresden in den dunkelroten oder wie auch immer man das als Farbe beschreiben kann, Trikots gegen die schwarz gekleideten Gastgeber aus Paderborn.
Immer noch Lukas Stor. Kann den Ball da festmachen. Wird dann nicht wirklich stark attackiert. Stor mit dem 1:0. Sieben Minuten gespielt und Dynamo Dresden geht in Führung. Und die Paderborner, die sind hier einfach zu zaghaft im Duell mit Lukas Stor gewesen. Kommen nicht richtig in diesen Zweikampf rein. Halten noch ein bisschen Mindestabstand. Und der Abschluss von Lukas Stor, der ist überragend. Oben rechts in den Knick. Unhaltbar für Hut. 1:0 Dresden. Krüger. Flanke wird in Richtung Mitte abgeblockt. Michel Mitte passt für Mamba. Ausgleich. Und wieder mal mit der ersten Möglichkeit gibt es auch den ersten Gegentreffer für Dynamo Dresden. 10 Minuten nach der eigenen Führung. Eine abgeblockte Flanke landet auf dem Fuß von Sven Michel. Der legt den Ball weiter für Streli Mamba und der muss ihn praktisch nur noch reinschieben. 1:1 Vasiliadis. Mit dem Pass in den Lauf für Sven Michel. Der legt hier nochmal in die Mitte für Pröger. Pröger! Und Spiel gedreht! 2:1 Paderborn. Innerhalb von 7 Minuten schaffen es die Gastgeber, diese Partie zu drehen. Und das war alles andere als gut verteidigt. Kevin Ehlers fehlt da in der Viererkette hinten. Da muss Sebastian May das Ganze alleine verteidigen. Die Viererkette rückt nicht zusammen, um da vielleicht seinen Innenverteidiger auszuhelfen. Und dann ist das Ganze sehr übersichtlich, was Paderborn hier gespielt hat. Und dann klingelt es zum zweiten Mal im Netz von Nico Mantel. Stefania, gute Drehung. Marvin Stefania könnte vielleicht gefährlich werden gegen Correa. Zieht nochmal in Richtung Mitte. Nimmt nochmal Stor mit. Stor mit dem Versuch. Scheitert an Hut, aber der Nachschuss sitzt. 2:2. Was ist das denn bitte für ein Spiel? ...30 Minuten sind um und wir haben hier 4 Tore gesehen. Und da muss auch mal Yannick Hut ein bisschen durchatmen. Stefaniak wird erstmal überhaupt nicht gut verteidigt. Kann bis in den Fünferraum, in den Strafraum reinziehen. Nimmt dann nochmal den Querpass mit für Lukas Stor. Der scheitert im ersten Versuch an Yannick Hut. Und beim Nachschuss ist das Ding dann im Netz. Und wir haben hier ein sehr interessantes Fußballspiel. 2:2 nach gut einer halben Stunde. Und da ist Platz für Marvin Stefaniak. Da ist eine Menge Platz für Marvin Stefaniak. Flanke geht Richtung Mitte. Da ist Dickinger. Es könnte wieder gefährlich werden. Mamba gegen Ehlers. Immer noch Streli Mamba. Der versucht es selber. Und da ist Mantel dann zur Stelle. Mit seiner Parade. Nochmal Dickinger über Stefaniak. Der sieht ja nochmal nur Piro. Gute Drehung von Piro. Aber seiner Abschluss findet nicht das Ziel. Und zwar bei weitem nicht. Sabiri. Mit dem Pass raus für Sribeni. Der war aber, glaube ich, im Abseits. War er aber nicht. 3:2 Paderborn. Und die erneute Führung für die Gastgeber. Langer Ball raus auf Sribeni. Der sah abseitsverdächtig aus. Legt den Ball aber direkt in die Mitte in Richtung Streli Mamba und der nimmt ihn auch direkt. Starke Technik und da sieht Mantel nicht gut aus. 3:2 Paderborn. Ananou, hochgespielt für Sven Michel. Könnte gefährlich werden. Sven Michel legt den Ball nochmal ab für Vasiliadis. Und er sieht Pröger. 4:2. Für die Zuschauer ist das einfach ein Hochgenuss, dieses Spiel zu sehen. 6 Tore in knapp 80 Minuten. Und Dynamo Dresden verteidigt heute katastrophal schlecht. Und auch hier sieht Mantel nicht unbedingt überzeugend aus. Und der Abschluss von Kai Prüger findet das Netz. Bitterer Nachmittag für Dynamo Dresden. Asinari über Skribeni. Nochmal die Mitte mit Vasiliadis. Und dann ist es zu Ende. Ein sehr, sehr spektakuläres Spiel, was am Ende mit 6 Toren ausgestattet ist. 4:2 der Endstand im Spiel
von SC Paderborn gegen Dynamo Dresden. Die Dresdner können einfach Ostwestfalen nicht. Halten wir einfach mal fest an dieser Stelle, denn das ist die nächste Niederlage gegen einer dieser Vereine. Vor allem gegen Paderborn schafft man es nicht wirklich zu überzeugen. Auch im Rückspiel nicht. Es ist ein verdienter Dreier für Paderborn, die hier auch wirklich die bessere Mannschaft waren. Sie hatten deutlich mehr vom Spiel, hatten mehr Chancen und sind auch damit besser umgegangen. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Stor ist heute scheinbar alles gelungen, aber auch er konnte die Niederlage nicht verhindern. Ihr Kommentar dazu? Als Einzelspieler kannst du noch so gut sein, aber wenn deine restliche Mannschaft nicht abliefert, dann bringt das im Endeffekt nichts. Ein schweres Spiel. Was ist heute schiefgelaufen? Wir haben unsere Defensivaufgaben nicht richtig gelöst. Die Tore der Paderborner waren viel zu einfach. Daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ein Spiel gegen den SC Paderborn, auch wenn es am Ende kein Dreier für uns gab, aber rein oberflächlich gesehen war es dann doch ein sehr, sehr interessantes Spiel. 4:2 der Endstand und wie schon gesagt, Ostwestfalen liegt uns einfach nicht. Das hat jetzt mal wieder dieses Spiel grandios zeigen können. Es wird nicht einfach in der Rückrunde. Man merkt es, denke ich, jetzt auch schon. Die Defensive hält bisher überhaupt nicht wirklich zusammen. Vor allem in diesem Spiel jetzt gerade eben nicht. Also das sah eher aus wie ein Hühnerhaufen hinten. Auch wenn Stor seinen Doppelpack gemacht hat, der am Ende nicht reicht. Stefaniak hatte eine Menge Platz über die linke Seite. Fragt mich nicht wieso. Also wenn es gefährlich wurde, dann über die linke Seite. Aber na gut, wir verlieren und müssen das jetzt ein bisschen verdauen, abhaken und beim nächsten Spiel dann wieder von vorne anfangen. Und damit sind wir dann gefühlt auch schon durch mit dieser Folge. Denn wir sind am Deadline angekommen und das werden wir dann in der nächsten Folge dann machen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer wird denn unser Nachfolger auf der Diawuzi-Position? Ich muss ja ehrlich zugeben, mein Derek Kutesa sieht noch sehr interessant aus. Aber ihr habt da wahrscheinlich sicherlich auch noch eure Meinung dazu. Also Vorschläge werden jetzt an dieser Stelle natürlich jetzt nicht mehr so angebracht. Generell hätte ich einfach früher damit anfangen müssen, eventuell die Vorschläge mit reinzunehmen, auch zu scouten, denn das war alles ein bisschen kurz und knapp. Aber ihr kennt meine Favoriten, ihr wisst, wie ich ungefähr zu Spieler XY stehe und jetzt wäre eine Rückmeldung von euch, denke ich, gar nicht so verkehrt. Und damit bin ich dann auch raus an dieser Stelle. Wir gucken uns natürlich nochmal vorher die Tabelle an und gehen dann nochmal gleich ein, wer dann in der nächsten Folge unser Gegner sein wird oder unsere 3, 4, wie auch immer, wie viele Spiele es sind. Aber darauf gehen wir dann gleich ein. Union Berlin auf der 1 mit 39 Punkten. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, was die Eisernen da fabrizieren. Dahinter haben wir dann den VfL Bochum und Bielefeld. Paderborn springt an uns vorbei nach dem Sieg gegen uns. Dann sind wir auf der 5 mit 33 Punkten. 7 fehlen noch, um den Klassenerhalt auch sicher zu machen. Ich denke, das werden wir irgendwie hinkriegen. Hannover 96 auf der 6, Darmstadt auf der 7, Kiel auf der 8. Wie gesagt, alles ziemlich eng, wenn man sich die Punkte da anguckt. Dann haben wir noch den KSC auf der 9, der ist auch halbwegs dran. Sandhausen auf der 10, Heidenheim auf der 11. Der FC St. Pauli ist auf der 12, dann haben wir Greuther Fürth auf der 13, Uerdingen auf der 14, Nürnberg auf der 15 und auf den letzten drei Plätzen haben wir Erzgebirge Aue, Viktoria Köln, die jetzt dran sind und Eintracht Braunschweig, das Schlusslicht. Und damit sind wir dann auch mit der Tabelle durch. Wie geht es in der nächsten Folge dann weiter? Wir werden den Deadline Day mitnehmen und haben dann die Spiele gegen Heidenheim, Hannover 96 und Nürnberg. Das ist der Plan. Und dann mal gucken, wie das Ganze dann so ausgeht. Vergisst nicht, wie gesagt, diese Ausrüster-Sponsoren-Sache. Das wäre ganz wichtig für mich, denn damit kann ich dann halt eben auch frühzeitig anfangen mit den Trikots und zu arbeiten und so. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ansonsten, wenn das nicht der Fall sein sollte, dass ihr da irgendwas in die Kommentare schreibt, werde ich wieder eine Umfrage machen, beziehungsweise dann sogar zwei. Nach dieser Folge wird es wahrscheinlich dann eine Umfrage geben in Bezug auf Diawuzi-Nachfolger. Je nachdem, wie die Meinungen da so sind. Und ansonsten hoffe ich, hat euch diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.